Hallo und willkommen zu einem neuen Flohmarkt Pickup Video. Ja, diesmal habe ich mit meinem Bruder und sogar einem Kumpel zusammen einen Flohmarkt in einer Burg besucht. Was wir gefunden haben, das erzähle ich euch gleich. Und zeige natürlich. Flohmarkt in einer Burg. So habe ich es gelesen. In Burg Seevetal. Das ist bei mir im Norddeutsch von Hamburg aus, ein bisschen südlich Richtung Bremen, kann man so sagen, über die A1. Und da fand ein Flohmarkt statt an einem Samstag ab 17 Uhr, also ein Nachmittags-Abends-Flohmarkt. Es ging bis 22 Uhr. Ja, und da dachten wir, ich bin an Seevetal immer nur vorbeigefahren. Und dann dachte ich mit meinem Bruder zusammen, na, warum fahren wir nicht mal hin? Schauen uns das an. Man kann nie wissen, was man findet. Ja, dann ergab sich noch so, dass ein weiterer Kumpel uns begleitet hat. Wir sind natürlich prompt in einen Baustellenstau geraten, haben eine Stunde länger gebraucht als geplant, weil das war absolutes Chaos da auf der Straße, wenn so eine Baustelle sich immer weiter verengt. Wie dem auch sei, wir sind dann in Seevetal gut angekommen. Und dort fand das in einer Burg statt, dachten wir. Also im Endeffekt nennt sich dieses Gebäude, es ist so ein großes Veranstaltungsgebäude, es ist ein modernes Gebäude, es nennt sich Burg Seevetal. Ich hätte es jetzt nicht als Burg bezeichnet, muss ich ehrlich sagen, weil für mich ist das zu modern. Burg bleibt immer irgendwas Klassisches. Aber egal, das ist deren Entscheidung, die haben es so genannt. Sonst eine sehr schöne Location, kann ich so sagen. Es gab da auch einen Imbiss, da konntest du richtig riesen Portion Pommes kaufen. Es waren sehr viele Stände da. Das Witzige war, man musste anstehen. Das durften, weil es innen drin ist, ja nur eine begrenzte Anzahl von Menschen rein. Es wurde also kontrolliert irgendwann, wer reinkam. Dadurch hat sich eine über 100 Meter lange Schlange gebildet. Ich zeige euch jetzt mal gleich zwei Fotos, die ich gemacht habe. Und was ich nicht so schön fand, weil im Endeffekt passt das nicht ganz zu einem Flohmarkt. Die haben 2,50 Euro Eintritt pro Person verlangt. Gut. Finde ich bei Flohmärkten eigentlich nicht schön. Aber egal, ich war jetzt einmal da, dachte mir, schau mich um. Und ja, es waren 80% Privathändler und dann gab es so 20% Trödelhändler. Das waren wirklich diese typischen Trödelhändler, die auch auf Flohmärkten normal sind, die allgemeinen Stuff haben, ältere Sachen, Trödel hier, dann ihre Grabbelkisten mit Filmen und Hörspielkassetten und sonst was. Aber man muss auch dazu sagen, einige hatten gesalzene Preise, also sehr hohe Preisvorstellungen. Das hat es ein bisschen schwierig gemacht, das Passende hier und da zu finden. Deswegen gebe ich zu, wir haben auch nicht viel gefunden. Aber ja, im Endeffekt haben wir gedacht, es muss sich auch lohnen. Wir haben also sehr gründlich geguckt. Ich fand es ein bisschen schade, dass natürlich, klar, weil auch Kinderklamotten verkauft wurden, dann waren einige Menschen dann mit ihren großen Kinderwagen da durch die schmalen Gänge geschoben oder Karren, ich weiß immer nicht, ob es so gut ist, es ist genauso wie manchmal Flohmärkte und dann haben sie Menschen ihre kleinen Hunde dabei, ja, ich verstehe das total, aber ich habe immer Angst drauf zu treten und bei so einem Kinderwagen, das ist natürlich auch sicherheitstechnisch, sage ich mal so, es ist schon ganz schön schwierig, dann da vorbeizukommen, wenn mal irgendwas ist, aber es ist ja richtig, es sind Kinderklamotten verkauft worden, auf jeden Fall, es war eng, das will ich damit hauptsächlich sagen. Ja, und wir haben dann durchgestöbert und ich muss zugeben, mein Kumpel, der uns begleitet hat, hat nur eine Sache gefunden, ein USB-Adapter fürs Auto, für den Zigarettenanzünder. Ja, hat 1 Euro bezahlt, war jetzt nichts Besonderes, deswegen, das kann ich euch auch gar nicht zeigen. Ja, aber mein Bruder ist als erstes fündig geworden ich glaube, er hat 9 Euro ausgegeben. Aber das ist ein Spiel, was wir in der Kindheit immer spielen wollten, aber irgendwie nicht dazu kam, weil entweder war es unvollständig, wir hatten das damals nur in der Stadtbücherei ausleihen können, das Spiel ist von 1975 übrigens, das ist da erschienen, und wir fanden es einfach cool vom Art her und im Endeffekt ist es Schiffe versenken in 3 Ebenen. U-Boot-Jagd nennt sich das, hier seht ihr das, richtig cool. Auf 3 Ebenen, so ein Pappaufbau. Es ist noch nicht kontrolliert, das muss noch gemacht werden. Aber das wollten wir immer mal haben. Und es sieht einfach mega aus. Also ihr seht, dass man hier eine U-Boot-Jagd sozusagen. Was heißt U-Boot-Jagd? Man hat Schiffe versenkt, man baut seine Schiffe auf, torpediert sie und kann auch U-Boote untereinander positionieren. Also im Endeffekt, der geht durch die U-Boote und so weiter, vernichtet man die Schiffe. Ich habe die Regeln nicht gelesen. Irgendwie seht ihr das ja. Aber
finde dieses Design sehr schön, das sieht spannend aus, das ist auch sehr schön gemacht für 1975. Ja, ein absolutes Kultteil. Ne? Also ich finde, wenn ihr das anguckt hier, die haben ihren Spaß, wenn sie das spielen. Ansonsten war mein Bruder nur noch mit einer Sache fündig geworden. Das nehme ich, zeige ich euch jetzt, und zwar einen Film. Da hat 3 Euro für bezahlt. Die Blu-ray-Hülle war kaputt. Die haben wir ausgetauscht. Hollow Man von Paul Verhoeven mit Kevin Bacon und Elizabeth Shue. Richtig guter, spannender Thriller. Ist ja eigentlich die Geschichte des Unsichtbaren, aber richtig, ja, ein brutalen Thriller, kann man sagen. Auch ein guter Film. Hatten wir noch nicht in der Sammlung auf Blu-ray. Ja, den gab es eben halt. Und das ist auch, wenn ich das so richtig sehe, alles. Nee, nicht alles. Fast alles, was mein Bruder gefunden hat. Er hat noch ein Game gefunden dort. Und das war es dann auch eigentlich auf dem Flohmarkt. Denn wir haben noch einen zweiten Flohmarkt besucht. Am nächsten Tag, am Sonntag. Aber da komme ich dann zu. Dann zeige ich euch die Teile, die wir dort direkt gekauft haben. So, habe ich was gefunden? Ja, ich habe auch was gefunden. Den Anfang machte einer, ich habe da jetzt kein Foto gemacht von, da hätte ich eigentlich machen sollen. Der hatte alte Gorgi Toys, also alte Modellautos aus England. Gorgi Toys war halt eine englische Marke. Und da hatte zum Beispiel von der Fernsehserie Daktari das Auto. Fand ich richtig cool. Wollte so 30 Euro haben. Ja, ist es auch wert. War mit UVP übrigens richtig schön in der Verpackung. Und, oder mit der Verpackung. War zwar gespielt, aber trotzdem die Verpackung. Wäre es auch wert gewesen, weil es ein seltenes Teil ist aus den 70er, 60er Jahren. Also das ist wirklich richtig, sehr gut. Und dann eben halt eine Verpackung dazu haben, die in sehr gutem Zustand war. Alle Achtung. Naja, aber daneben hatte er von Coca-Cola einige Sachen, unter anderem viele Pins. Da waren jetzt so nicht so viele Pins dabei, die mir so mega gefallen haben, dass ich jetzt sage, die sollte ich sammeln, aber es waren sehr viele interessante dabei. Ich meine, ich bin Coca-Cola-Fan, aber irgendwie haben mich, die waren die Pins nicht das dabei. Er wollte 1 Euro das Stück haben. Aber ich habe 2 Pins gefunden, den habe ich schon mal gefunden, aber trotzdem, die lasse ich nicht liegen. Ich blende euch sie gleich ein, denn es, also ich blende euch das Bild ein von einem, aber ich habe ihn zweimal gefunden, den Fanta Aladdin Pin, verpackt sogar. Ich habe ihn schon mal gefunden auf einem anderen Flohmarkt, das habe ich noch zweimal gefunden, richtig klasse, weil das ist, finde ich, ein richtiger Hingucker. Und mein anderer Loser, weil ich will die Verpackten behalten, der geht an den lieben Bürgermeister und geht in dieses Paket mit, ja, auch richtig cool. Wie gesagt, 1 Euro das Stück habe ich bezahlt, in dem Sinne 2. Ja, ansonsten muss ich sagen, bin ich auf dem Flohmarkt eigentlich nicht wirklich fündig geworden, bis auf eine Sache noch. Und zwar habe ich dann allgemein mal bei den wirklich bei den ganzen Sachen geguckt, da lagen Uhren und sonst was rum. Und irgendwie habe ich bei der einen Uhr geguckt und dann sehe ich da diese Uhr. Das ist jetzt noch die Pappverpackung, beziehungsweise die habe ich hinterher gekriegt, das war nicht so. Die Verpackung kann man rausnehmen. Dann habe ich diese Uhr gefunden. Und ihr seht das jetzt nicht so, deswegen werde ich euch gleich, weil es kaum schwer zu sehen ist in dem Ganzen. Es macht mich neugierig, was das ist, weil hier unten steht Disneyland Paris. So, und Blitze, und ich dachte erst Back to the Future. Nee, das ist Honey, I Shrunk the Audience. Also ihr kennt sicherlich die Disney-Filme, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Und die Disneyland Show, die es dazu mal gab, die gibt es nicht mehr, glaube ich, in die 2000er oder sowas. Es ist also von über zig Jahren abgesetzt worden. Es heißt, Liebling, ich habe das Publikum geschrumpft, übersetzt. Ne? Honey, I Shrunk the Audience. Und das ist die Merchandise-Uhr, die es dazu gab damals in Disneyland Paris. Top-Zustand, fast im Top-Zustand, aber der Top-Zustand liegt an der Verpackung selbst. Die Uhr zeigt den Hund und eben halt das Logo und sieht richtig cool aus. Hat mich Sollte 20 Euro kosten, ich fragte 15, habe ich gleich für 15 bekommen und ist, wie gesagt, ungetragen. Kann man schön aufklappen. Also auch eine sehr, sehr schöne gemachte Uhr. Batterie funktioniert nicht mehr, müsste ich öffnen. Hinten drauf steht Disneyland Paris, zwar made in China, China, aber exklusive, ein Exklusiv steht hinten sogar drauf. Also es ist ganz besonders. Ja, und fand ich richtig cool. Diese Uhr, weil irgendwie sowas, so ein Merchandise, das reizt mich dann. Einziger Haken dabei, es ist ja ein Lederarmband, auch wenn es ein bisschen fester geworden ist. Inzwischen, oder es ist, weil es ungetragen ist, ist es fest. Es hat Druckstellen von diesen Teilen.
Das sind so Stützen, damit das stillsteht, kann man die Uhr in der Mitte festnehmen. Und die drücken aber aufs Lederarmband. Und dann haben die hier und hier so Druckstellen. Und das finde ich ein bisschen schade, gerade wenn man es sammelt. Ansonsten in einem sehr guten Zustand. Wie gesagt, Batterie leider funktioniert nicht mehr. Es hat auch keine andere Funktion, kein Wecker, kein Datumsanzeige oder so. Es ist rein die Uhr. Aber schönes Merchandise und das findet man selten. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, für 15 Euro habe ich es mitgenommen. Ja. Das war der Burgflohmarkt. Also wie gesagt, eine Burg war es nicht wirklich. Aber weil es rund war, so ein bisschen rund aufgebaut, so ein bisschen und hatte ein paar Türmchen. War ein modernes Gebäude. Ich hätte es nie Burg genannt, aber es ist, ja. Aber auf jeden Fall war ein netter Flohmarkt. Ich würde jetzt nicht persönlich nicht nochmal diese Tour aufnehmen, weil wir über eine Stunde hingebraucht haben. Gut, das lag natürlich am Stau in der Baustelle. Ansonsten fahre ich eine knappe halbe Stunde hin. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Also muss ich nicht nochmal machen. Vor allen Dingen Eintritt fand ich dann auch ein bisschen blöde. Also in dem Sinne. Und dadurch kannst du auch nicht Schnäppchen machen, du kannst nicht rechtzeitig, du kannst wirklich pünktlich nur hin. Da gibt 17 Uhr, machten die auf und vorher kamst du auch gar nicht rein. Also in dem Sinne, das war dann wirklich fest. Bei manchen Flohmärkten fährt man ja was eher hin. So, wie auch bei dem Flohmarkt am Tag danach. Der fand direkt in Hamburg-Winterhude statt. Ich sag's mal so, ich bin ja Nordlicht, ich wohne ja nicht so weit weg von Hamburg. In Hamburg-Winterhude war ein Flohmarkt in einem schönen Rewe-Markt. Das ist der von dem Herrn Stanislawski, der mal den St. Pauli Club auch als Trainer beiwohnte, auch sehr erfolgreich war und auch, glaube ich, noch anderen Vereinen irgendwie mal trainierte. Auf jeden Fall richtig cooler Laden, also richtig, geht mal hin. Das ist in einem alten, alt ist nicht mehr, weil es ist schon wieder modernisiert, aber an der Stelle war mal ein altes Straßenbahndepot, eine alte Straßenbahn steht da noch drin, richtig cool. Ich muss mal gucken, ich habe irgendwo Bilder noch von der Straßenbahn, die ich mal anderweitig gemacht habe, die blende ich euch jetzt auch ein. Richtig schönes Teil. Wie gesagt, da in der Garage, ein bisschen davor, war aufgebaut dann der ganz normale Flohmarkt. Es waren viele Trödelhändler. Das waren also wirklich diese typischen Trödelhändler und Gamehändler waren gar nicht so da, muss ich sagen. Aber naja, wir haben dann viel durchgeguckt, man musste viel fragen und in dem Sinne haben wir einige Sachen gefunden. Aber jetzt, drei Teile haben wir nur gefunden, sehe ich gerade. Also wir haben nur drei Teile, das war wirklich nichts Besonderes. Aber ich muss doch mal zum Burgflohmarkt zurück. Ich will mal Burgfriedhof sagen. Ein Spiel hat mein Bruder noch gefunden für 2 Euro. Und zwar für die PSP, Diner Dash. Das habe ich eben vergessen, fast zu zeigen. Da muss man so, wirkt, als ob man Kellner spielen muss. Das ist auch vollständig. Hülle hat hier leider einen Bruch von einer Halterung. Deswegen hält die oben nicht mehr so richtig. Oder ist ausgeleiert, sagen wir mal so rum. Das Spiel haben wir gefunden noch. So, das war der Burgflohmarkt. So, jetzt zurück zum Winterhuder Flohmarkt. Wie gesagt, viel Trödelhändler. Und man musste wirklich suchen. Und ich habe wirklich kaum was Vernünftiges gefunden. Also, man musste, ja, sicherlich hätte Comics und so weiter noch mitnehmen können. Da waren so allgemeine Sachen. Aber jetzt nichts, wo ich jetzt sage, das muss ich mitnehmen. Das suche ich schon lange. Und ja, deswegen war das alles ein bisschen schwierig. Mir wollte man ein anderes altes MB-Spiel verkaufen. Ölmagnat von auch aus den 70er Jahren. Da wollte er aber 40 Euro haben. Das gebe ich nicht aus für so ein Spiel. Auch das wird auch online billiger gehandelt und so weiter. Aber war nett zu sehen. Da musste man auch so eine Art Öl finden. Sozusagen nach Öl bohren. Ja. Gut. Der erste Fund, den ich da gemacht habe, ist eine Blu-ray. Auch eine, die ich eigentlich schon habe, regulär, aber es ist ein Steelbook. Ich habe dafür 3,50 Euro bezahlt und ich habe es auch nur gemacht, weil mir das Steelbook sehr gut gefallen hat, vom Design her. Und zwar handelt es sich um King Kong von Peter Jackson. Und schaut euch das an. Das ist so ein geiles Steelbook-Motiv, so wie so ein Comic. Auch hier allein mit der FSK das Logo und kann man sagen, das FSK-Logo ist aufgeklebt und nur auf Blu-ray. Es ist so wie so ein Comic-Teil auch mit eingeflochten. Die Idee ist richtig gut. Hinten ganz normal, das ganz normale. Und hier ist auch wirklich nichts weiter drin als die Blu-ray. Ist auch ein sehr guten Zustand. Und die muss ich wegen dem Steelbook haben. Also ab und zu gucke ich nach Steelbooks, wenn die cool aussehen. Und das war wirklich
Das war auch mein einziger Kauf, was ich gekauft habe. Mein Bruder hat noch zwei Sachen gekauft und mehr haben wir nicht da gefunden. Also, das war hauptsächlich wegen dem wunderschönen Steelbook. Ich will aber damit nicht sagen, dass dieser Flohmarkt nichts hergibt. Es war sehr wenig im Gaming-Bereich dort zu finden. Im Trödelbereich ist der wunderbar. Da unheimlich viele Sachen, aber es sind halt Trödelhändler. Zu 80% oder zu 90 sogar, über 90%. Und dann muss man sich dran gewöhnen. Und es gab Kisten mit Filmen, die willst du nicht mehr angucken. Die sind schon vom Wetter gegerbt. In dem Sinne. So, aber wir haben dann noch zwei Sachen gefunden. Und zwar bei einem, der hatte richtig Gebrauch. Ja, gebrauchte Filme auch, ja, hat er, aber alte Filme und Filme, die man nicht so häufig sieht. Und da hat mein Bruder von den, oder einen Shaw Brothers Classics Film gefunden, Der Pirat von Shantun. Das ist wirklich so ein Eastern, so ein Hongkong Actionfilm. Brutal, das ist jetzt keine Jackie Chan Comedy in dem Style, der ist ab 18. Das ist so typische Feudalzeit, Kampf-Action und eben halt ein bisschen brutaler. Ist die digital remasterte DVD-Version. Mein Bruder hat so, was hat er bezahlt? So fast 5 Euro, also 5 Euro, glaube ich. Das findet man nicht alle Tage und mein Bruder hat ihn wohl mal gesehen oder ich wollte ihn mal sehen, deswegen, das hat er mitgenommen. Wie gesagt, sieht man nicht alle Tage und dann nimmt man den mit. Den gibt es auch, glaube ich, noch nicht auf Blu-ray. Ja, so ist es ja meistens bei manchen Filmen dieser Art und ja. Auf jeden Fall richtig, richtig schön. Kann man ja nicht anders sagen. Ein schöner Fund, so gemeint. Ja, und das andere, da war schon einer, der hat Privatgames verkauft, war eine Menge Sachen dabei, Super Nintendo, lose Games wohlgemerkt, NES Games, Gameboy Spiele, hatte aber seine Preise aufgedruckt, also es waren faire, normale Preise. Haben wir durchgeguckt, aber war jetzt nicht so, wo du sagst, das muss ich mitnehmen, das ist es. Aber ein Spiel, was mein Bruder mal spielen wollte und irgendwie einfach Lust hatte mitzunehmen, ja, da hat er dann sich hier mitgenommen für das NES Dschungelbuch. Auch ein Disney-Klassiker. Ja, hier oben das Label ist leider abgerissen, so ein bisschen gerissen. Ne, ihr könnt es sehen. Ansonsten, ja, war das ein sehr guter Zustand, sollte 7 Euro kosten und wir haben es für 5 bekommen. Ja, und das war's auch. Das waren auch unsere Funde von 2 Flohmärkten. Wie gesagt, die Saison fängt hier in Norddeutschland an. Man muss noch ein bisschen nach Flohmärkten suchen. Ab April, so zweite Aprilwoche, ja, kann man sagen, die zweite Aprilwoche, da fängt das an. Da haben wir dann mehrere gute Flohmärkte. Ob natürlich wir da was finden für uns, was uns interessiert, das ist alles immer eine Sache, ja, des Glücks, des Zufalls, wie auch immer man das sagen möchte. Jedenfalls, das war im Endeffekt der zweite und dritte Flohmarkt, den wir in 2024 hinter uns haben. Von einem Burg-Flohmarkt, der ja mal ein Abenteuer war. Es war wirklich eine Abenteuerreise für mich, mein Bruder und dem Kumpel. Der war, wie gesagt, ganz lustig. Und danach haben wir uns noch schön Sandwiches gemacht und noch einen Film angeguckt und schön auch noch ein bisschen gegamed. Das war ein schöner Abend danach, aber wie gesagt, so ein Flohmarkt, das war ganz unterhaltsam. Und mit dem Kumpel sind wir früher bei viele Flohmärkte gegangen, aber er hat auch nicht mehr so viel Zeit, dadurch, dass er beruflich ausruht am Wochenende, damit er für die Beruf in der Woche gewappnet ist, wäre er immer viel zu spät, als wir auf Flohmärkte gehen, dabei. Deswegen ist er selten, begleitet er uns selten. Und das war schön, mal wieder, hat Spaß gemacht und wie gesagt, ja. Haben wir was Gutes gefunden? Die Frage müsst ihr mir beantworten. Ich sage ja, man muss suchen manchmal, aber man findet. Ne? Wer sucht, der findet. Und selbst ein großer Flohmarkt, der in Winterhude war, nicht klein, aber man hat einige Sachen gefunden. Ich meine, wir haben da nur 3 Sachen mitgenommen, aber es ist ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also es ist auch schon mal so, dass ich auf anderen Flohmärkten auch nichts, so gut wie nichts gefunden habe. Es ist ein Zufall. Ja, das Spiel muss ich noch mal auseinandernehmen. Es ist vollständig, aber wir müssen es noch sauber machen von innen und zusammenbauen und ja, und mal ausprobieren. Haben wir noch nie gespielt. Wollten wir immer spielen, wie gesagt, aus der Stadtbücherei immer ausleihen, aber da war es dann unvollständig und dann haben wir es nie gespielt oder wir haben nicht so gespielt, wie man es spielen sollte. Ne? Kinder, ich war gerade mal nicht mal 10, als wir das Spiel ausgeliehen haben. Deswegen, ja, es ist ein Jahr, nachdem ich geboren wurde, rausgekommen. Also in dem Sinne, ja, Wahnsinn. So, wie gesagt,
Ich rede schon viel zu viel. Ihr seid dran. Liken, teilen, abonnieren. Darüber freue ich mich. Und kommentieren wie immer. Ne? Sprecht mit mir. Was ist euer Highlight? Was sagt ihr hier zu dieser Uhr? Ne? Der Disneyland-Uhr. Den Pins, den Film. Habt ihr die gesehen? Das Spiel. Kennt ihr das überhaupt? Habt ihr es auch schon mal gespielt? Habt ihr es in eurer Sammlung? Egal. Ich möchte alles von euch. Na, ich möchte nicht alles von euch wissen. Aber ich würde mal was wissen, was ihr so sagt dazu. Und ansonsten rede ich schon um den heißen Brei wieder herum. Denn ich muss Schluss machen hier. Ne? Bis zum nächsten Mal.